Guten Abend, Brandenburg, und ganz herzlich willkommen. Die Herbstferien haben begonnen, nicht für uns. Zusammen mit mir im Studio Ingo Bütig. Guten Abend. Ja, wir beginnen erst einmal wie gewohnt mit einem Blick auf einige unserer Themen heute. Asylabstimmung. Brandenburg enthält sich im Bundesrat. Protest gegen Rechts, Demo und Gegendemos in Cottbus. Und Massentierhaltung. Halbzeit beim Volksbegehren. Ja, das Asylpaket ist beschlossen. Deutschland hat im Eiltempo das Asylrecht verschärft. Schnellere Verfahren, bessere Integration, aber vor allem schärfere Regeln. So will die Politik die Flüchtlingssituation in den Griff bekommen. Gestern hat bereits der Bundestag das neue Gesetz verabschiedet. Heute waren die Länder im Bundesrat dran. Michael Schon mit den wichtigsten Fakten zum Asylpaket und über die umstrittene Abstimmung der Brandenburger in der Länderkammer. Am Ende war sich Brandenburgs Koalition immerhin ein bisschen einig. Zwar blieb es dabei, Enthaltung beim schärferen Asylrecht, aber ja zur Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten. Auch wenn die Linke nach wie vor findet, 20% sind zu wenig. Wenn der Bund sagt, okay, wir regeln 1 Milliarde im Nachtragshaushalt mehr für die Länder, von denen dann eben Brandenburg auch seinen kleinen Teil abbekommt, und wir sagen als Linke oder als Land Brandenburg dann nein, ich glaube, das Signal, was davon ausgeht, wäre einfach ein falsches. Wir freuen uns ja, dass der Bund sich doch endlich beteiligt. Ministerpräsident Woidke trägt mit der Enthaltung zum Asylrecht keinen Sieg davon. Er hatte den Kompromiss zwischen Bund und Ländern mit ausgehandelt. Statt Kritik am Koalitionspartner aber äußert er Verständnis für das linke Nein zu den sicheren Herkunftsländern. Ich kann die Bedenken, die es da gibt, nachvollziehen. Es geht um 3 Länder, in denen mit Sicherheit keiner von uns freiwillig leben wollen würde. Es geht um Länder, in denen die Rechtsstaatlichkeit nicht gewährleistet ist. Trotz der drastischen Worte Woidkes, das Asylpaket sieht nun so aus. Als sicher gelten jetzt auch Albanien, Kosovo und Montenegro. Flüchtlinge sollen künftig bis zu 6 statt 3 Monaten in der Erstaufnahme bleiben können. Dort soll es vorrangig Sachleistungen statt Bargeld geben. Die Asylverfahren sollen schneller werden und der Bund übernimmt 670 Euro pro Flüchtling. Schnellere Verfahren, weniger Bargeld, das soll vor allem Anreize senken für Flüchtlinge, die keine Chance haben, in Deutschland Asyl zu bekommen. Neue Härte im Gesetz, die neben Brandenburg auch Niedersachsen, Bremen und Thüringen nicht vollständig mittragen wollten. Für Brandenburgs Haltung gibt es Kritik von der Landes-CDU. Das ist auch ein ganz typisches linkes Signal an die Menschen. Immer dann, wenn das Land Geld vom Bund kriegen kann, dann stimmen sie zu und schreien nach mehr. Wenn es aber um die Fakten geht, hier auch ein schärferes Asylrecht durchzusetzen, um Ordnung und Berechenbarkeit in den Zustrom von Flüchtlingen nach Brandenburg zu bekommen, dann enthält sich die Landesregierung. Das ist ein nicht schlüssiges Bild. Trotz der Enthaltungen, das Gesetz ist beschlossen. Zum 1. November tritt es bereits in Kraft. Heute schauen wir ganz genau nach Cottbus. Letzten Freitag war es dort zu einer kritischen Situation gekommen. Mehrere hundert Menschen, darunter polizeibekannte Rechtsextreme, waren unangemeldet vor der Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Sachsendorf aufgezogen. Die Polizei musste hart durchgreifen. Und heute waren gleich 3 Demos angekündigt. Eine der NPD, eine weitere, nach unseren Informationen ebenfalls von einem NPD-Mitglied initiiert, und eine Gegendemo der Initiative Cottbus Nazifrei. Von dort jetzt Konstanze Schirmer. Knapp 250 Cottbusser haben sich der Demo angeschlossen, zu der das Bündnis Cottbus Nazifrei aufgerufen hat. Wer hier mitläuft, positioniert sich ganz klar für die Asylbewerber. Weil ich der Meinung bin, dass jeder Mensch das Recht hat auf ein faires Leben, auf Sicherheit und Unterkunft. Und dafür gehe ich heute auf die Straße. Es ist wichtig, dass wir zeigen in Cottbus, dass wir weltoffen sind und dass wir alle Menschen, die zu uns kommen, auch willkommen heißen. Und ich möchte auch, dass diese Demonstration gewaltlos vonstatten geht. Ziel der Demonstranten von Cottbus Nazifrei ist das Hoffest vor der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in der Posnaner Straße. Brisant ist, dass ebenfalls für den Abend mit 2 weiteren Demos gerechnet wird, die sich gegen die Flüchtlinge richten. Zunächst aber ausgelassene Stimmung bei den rund 400 Gästen beim Hoffest. Organisiert vom Cottbuser Aufbruch, einem Zusammenschluss mehrerer Initiativen und Parteien. Das Hoffest soll zeigen, dass große Teile der Cottbuser mit fremdenfeindlichen Aufmärschen wie vor einer Woche nichts zu tun haben wollen. Wer sich hinter dem Banner der NPD oder auch der AfD, die sich ja immer mehr als rechtsextreme Partei entpuppt, versammelt, der muss wissen, was er tut. Das sind menschenverachtende Parolen, die die NPD hier macht, und sie versucht, die Sorgen der Bürger zu missbrauchen und auszunutzen.
Inzwischen versammeln sich aber immer mehr Bürger vor den beiden anderen Versammlungsorten. Die Frau Merkel soll mal dran denken, wer sie gewählt hat, und soll für ihre Bürger da sein und nicht für die ganze Welt, Mama Merkel. Ich habe Angst, nur noch Angst. Eine angespannte Stimmung liegt über der Stadt, die jederzeit noch kippen kann. Ja, und da wollen wir noch mal nachfragen, wie ist denn die Situation zur Stunde in Cottbus? Anne Holzschuh. Bis jetzt gab es keine Zwischenfälle. Es ist aber nach letzter Woche so, da haben sich ungefähr 400 Asylgegner hier in Cottbus-Sachsendorf getroffen, dass es jetzt nach meinen Schätzungen noch mehr sind. Die Polizei hat sie jetzt hier gerade auf den Parkplatz hinter uns geschickt. Dort wollen sie eine Kundgebung abhalten. Es hat sich auch jemand gefunden, der diese Demonstration jetzt angemeldet hat. Im Gegensatz zur vergangenen Woche ist es aber so, dass die Polizei mit einem riesigen Aufgebot hier vor Ort ist. Mehrere hundert Polizisten sind im Einsatz. Ja, und die oberste Priorität ist, dass die verschiedenen Parteien nicht aufeinandertreffen. Also alle sollen separiert werden. Und die Polizei hat immer wieder gesagt, das Allerwichtigste ist, dass niemand, der gegen Asylbewerber ist, hier zu diesem Flüchtlingsheim kommt. Und das ist bis jetzt auch gelungen. Wie lange der Abend in Cottbus heute noch gehen wird, das ist allerdings ungewiss. Ja, vielen Dank, Anne Holzschuh, für diese Einschätzung. Die weiteren Entwicklungen dann um 21.45 Uhr bei den Kollegen von RBB aktuell. Wir machen weiter mit den Kurzmeldungen und Ingo Bütig. Mehrere CDU-Politiker aus ganz Deutschland unterstützen Kanzlerin Merkel in ihrer Flüchtlingspolitik. Unter ihnen der Vizepräsident des Brandenburgischen Landtages, Dombrovski, und der Abgeordnete Wichmann. In einem öffentlichen Brief an Merkel schreiben sie, den von Ihnen gewählten Weg, den Flüchtlingen mit einem freundlichen Gesicht zu begegnen, unterstützen wir ausdrücklich. Damit wollen sie offenbar ein Zeichen setzen, auch gegen die Kritik aus den eigenen Reihen. Gestern hatten wir hier in Brandenburg aktuell über einen Brandbrief von CDU-Politikern berichtet, die Merkel zur Kurskorrektur auffordern. Bunte Stoffarmbänder mit der Aufschrift Willkommen gibt es ab sofort für 5 Euro zu kaufen. Mit dieser Aktion will ein Bündnis von Wohlfahrts- und Kulturverbänden, unter anderem die Diakonie oder der Olympische Sportbund, sichtbar Flüchtlinge willkommen heißen. Ziel ist, dass hunderttausende Menschen in Deutschland die Bänder tragen. Beim Kauf gehen 3 Euro pro Armband in die Flüchtlingshilfe. Er sehe seine politischen Ansichten in seiner bisherigen Partei nicht mehr vertreten. Deshalb wechsle er von der FDP zur Linken. Das hat Andreas Büttner heute öffentlich erklärt, bis zur letzten Wahl Vorsitzender der FDP-Fraktion im Landtag. Konkret nannte Büttner die ungerechte Verteilung von Vermögen. Die Linke wertete den Wechsel als Anerkennung für das, was sie auf den Gebieten Bildung, soziale Gerechtigkeit und Flüchtlingspolitik leiste. Selber aktiv sein für mehr Sicherheit in den Gemeinden mit Sicherheitspartnerschaften, das wünscht sich Innenminister Schröter. Bei einem Besuch in Seelow sagte er dem RBB, schön wäre es, wenn noch mehr Bürger mitmachten. Sicherheitspartnerschaften erfüllten wichtige Funktionen, um Kriminalität zu bekämpfen. Beim Autodiebstahl gäbe es schon gute Erfolge. Im Kampf gegen Wohnungseinbrüche gäbe es dagegen, so Schröter, noch viel zu tun. Wie funktioniert das deutsch-polnische Polizeiabkommen im juristischen Alltag? Dazu haben sich Rechtswissenschaftler, Polizisten und Zollbeamte in Słubice ausgetauscht. Bei der Tagung am Viadrina-Institut Collegium Polonicum ging es vor allem darum, wie die Verfolgung Verdächtiger durch die Polizei ins jeweils andere Staatsgebiet verbessert werden kann. Darunter fallen auch Festnahmen und Vernehmungen. Das deutsch-polnische Polizeiabkommen regelt seit Juli dieses Jahres die grenzüberschreitende Strafverfolgung. Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg hat neue Spekulationen um den Eröffnungstermin des Flughafens BER zurückgewiesen. Chefkoordinator Brettschneider sagte, es bleibe das Ziel, den Flughafen im zweiten Halbjahr 2017 zu eröffnen. Anderes sei ihm nicht bekannt. Die Bild-Zeitung hatte heute berichtet, dass in internen Planungsunterlagen und in Kreisen des Aufsichtsrates schon längst über eine Eröffnung im März 2018 nachgedacht würde. Der geplatzte Eröffnungstermin des Flughafens BER 2012 habe ihn überrascht, erklärte der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Werner Gatzer im Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Gatzer sitzt seit März 2011 im Flughafenaufsichtsrat. Er habe volles Vertrauen in die damalige Geschäftsführung unter Rainer Schwarz und Manfred Körtgen gehabt. Beide hätten bis zur letzten Aufsichtsratssitzung keinerlei Hinweise auf gravierende Probleme gegeben, so Gatzer.
Die Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt kommt nicht aus den Schlagzeilen. Dort geht es offenbar schon seit einiger Zeit drunter und drüber. Zunächst hatte der Landesrechnungshof verheerende Kritik geübt. Dann folgte eine Anzeige. Einige Feuerwehrleute sollen in der Schule rechtsextreme Musik gehört und Sieg Heil gebrüllt haben. Und jetzt gibt es dort einen besonders perfiden Fall von Mobbing. Michael Lietz berichtet. In der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt brennt offenbar die Luft. Psychoterror am Arbeitsplatz, Mobbing gegen den Vorsitzenden des Personalrats. Sein Bild tauchte vergangene Woche im Lehrerzimmer auf. Darunter der Titel eines Bestsellerromans, in dem Hitler parodiert wird. Das Bild stammt aus einem Artikel der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Sie hatte vergangene Woche über den Feuerwehrmann berichtet, der derzeit die Flüchtlingszüge am Bahnhof Schönefeld koordiniert. Mit dem Mobbingfall beschäftigt sich jetzt der Innenminister. Der ist mir zur Kenntnis gegeben worden zu Beginn der Woche und jetzt sind die Verantwortlichen in der Abteilung des Ministeriums dabei zu prüfen, welche dienstrechtlichen Folgen eingeleitet werden müssen. Wir werden den Leiter der LSDE zur Stellungnahme auffordern und danach wird das Ganze so abgearbeitet werden, wie es dienstrechtlich notwendig ist. Gemobbt wird ausgerechnet der Mann, der vor wenigen Wochen einen offenbar rechtsradikalen Vorfall angezeigt hat. Lehrgangsteilnehmer sollen während einer Party in den Räumen der Feuerwehrschule rechte Musik gehört und Sieg Heil gebrüllt haben. In diesem Fall ermitteln nach wie vor Staatsschutz und Frankfurter Staatsanwaltschaft. Was nicht so ganz einfach ist, denn die Beschuldigten haben alle völlig unterschiedliche Wohnorte, also nicht hier im Bezirk. Dazu kommt, dass die Beweissituation auch nicht so ganz einfach ist, denn die Aussagen gehen da in gewisser Hinsicht auseinander. Wir müssen ja im Einzelfall nachweisen, wer der Beteiligten genau was gerufen oder gesagt hat. Nur dann können wir auch Anklage erheben. Die Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt steht seit längerem in der Kritik. So stellte der Landesrechnungshof der Schule ein verheerendes Zeugnis aus. Der damalige Schulleiter wurde im Mai in den vorzeitigen Ruhestand geschickt. Jetzt machen Mobbing und rechte Ausschreitungen Schlagzeilen. Viel zu tun für Heinz Rudolf. Der neue Landesbranddirektor war heute für uns nicht zu sprechen. Aufklärung verlangt aber auch die Opposition. Es erhärtet sich leider der Eindruck, dass die Landesfeuerwehrschule hier ein Eigenleben führt und sich dort ein Eigenleben entwickelt hat. Und das Innenministerium hat hier die Aufsicht und die Aufsichtspflicht. Und dieser Aufsichtspflicht muss jetzt endlich konsequent nachgekommen werden. Innenminister Schröter hat derweil seinen Landesbranddirektor zum Rapport bestellt. Klar ist inzwischen, dass für den Mobbingfall ein Lehrer verantwortlich ist. Ihm drohen dienstrechtliche Konsequenzen. Wir bleiben dran. Zehntausende Schweine oder Hühner auf engstem Raum. In Brandenburg gibt es einige dieser Tierfabriken. Für die einen sind das einfach nur moderne Fleischfabriken. Für andere ist es Tierquälerei. Das Aktionsbündnis Agrarwende Berlin-Brandenburg hat vor 3 Monaten ein Volksbegehren gegen Massentierhaltung gestartet. Die Initiative braucht bis Mitte Januar 80.000 Unterschriften. Wie viele sind bisher zusammengekommen? Heute gab es die Halbzeitbilanz. Andreas König berichtet. Schmuddelwetter gar nicht gut, wenn man auf einem Marktplatz wie dem in Bad Belzig die Bürger dazu bringen will, das Volksbegehren gegen die Massentierhaltung zu unterstützen. Bei manchen klappt es dennoch ganz gut. Na, was müssen denn die Tiere so quälen? Und außerdem, wie viel Fleisch brauchen die Deutschen hier? Im Gespräch mit anderen prallen dann schon mal die Überzeugungen aufeinander. Was ist denn bei Ihnen der Massentierhaltung oder bei Ihnen hier? Das ist ein qualitatives Problem und kein quantitatives Problem. Und wenn man Tiere wie Schrauben behandelt oder die verstümmelt und die mit Medikamenten vollstopft, das können Sie mir nicht erklären, dass das irgendwie vernünftig ist. Noch schwieriger als die Überzeugungsarbeit ist es in Brandenburg, an die erforderlichen Unterschriften zu kommen. Laut Gesetz dürfen die bei einem Volksbegehren nicht einfach auf der Straße gesammelt werden, sondern nur auf dem Amt oder per Post. Bei den Helfern können lediglich die Anträge auf Zusendung der Unterlagen ausgefüllt werden. Man muss es flüssig und kurz erklären. Es ist natürlich sehr kommunikationsungeschickt, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte hier unterschreiben und man sagt dann, nee, das geht nicht. Das könnte einfacher gehen, wenn es auf dem direkten Wege jetzt mit Unterschrift getan wäre, finde ich. Aber so ist es mir auch lieb. Die Hauptsache ist ja, dass man was tut.
Bis jetzt gab es 31.599 Eintragungen für das Volksbegehren. Zur Halbzeit nicht ganz die Hälfte der erforderlichen 80.000. Die Initiatoren sind trotzdem zufrieden mit diesem Zwischenergebnis. Wir sind als Bündnis sehr spät losgelaufen und hatten erst nach einem Monat, wo die Kampagne schon lief, erst die Flyer, die Plakate etc. erst. Wir hatten das, die Überlagerung mit dem Flüchtlingsthema. Daran gemessen sind wir mit 31.599 oder was es sind, sehr, sehr zufrieden. Und nicht zuletzt hoffen die Initiatoren, dass Zustände wie in diesen Stellen möglichst viele Brandenburger nicht kalt lassen und sie den Einsatz gegen eine industrielle Massentierhaltung unterstützen. Sollten bis zum Januar die erforderlichen 80.000 Einträge für das Volksbegehren zusammenkommen, muss sich der Landtag noch einmal mit dem Thema beschäftigen. Wird die Vorlage dann vom Parlament erneut abgelehnt, sind wieder die Bürger gefragt bei einem Volksentscheid. Dann kommt sicherlich auch der Omnibus für mehr direkte Demokratie wieder zum Einsatz. Ja, der Landeswahlleiter hat heute auch die Zahlen des Volksbegehrens gegen eine dritte Start- und Landebahn am Flughafen BER bekannt gegeben. Dort haben nach 2 Monaten, also nach einem Drittel der Laufzeit, rund 9.700 Brandenburgerinnen und Brandenburger unterzeichnet. Die meisten davon kommen aus den Landkreisen Dahme-Spreewald, Teltow-Fleming und Potsdam-Mittelmark. Ja, jetzt übernimmt wieder Ingo mit weiteren Kurzmeldungen. Ja, wir schauen noch mal auf den Wohnhausbrand gestern in Belitz. Da wird ja eine Bewohnerin vermisst, noch immer. Die Frau ist 86 Jahre alt. Ein Sprecher der Polizei sagte, die Suche gestalte sich schwierig, weil im ganzen Haus Einsturzgefahr bestehe. Das Gebäude müsse jetzt erst komplett gesichert werden. Die Brandursache ist noch unklar. Auf der Autobahn 11 in der Uckermark hat es einen schweren Unfall gegeben. Ein Tiertransporter stürzte um, der Fahrer wurde schwer verletzt. Mehr als 100 Schweine verendeten. Dieser mit fast 300 jungen Schweinen beladene LKW war gestern Abend zwischen den Abfahrten Korin und Werbelin von der Fahrbahn abgekommen. Er überrollte die Leitplanke und kippte schließlich um. Mehrere Bäume stürzten zusätzlich auf den Laster. Die Feuerwehr musste die Unfallstelle erst freisägen. Danach konnte ein Spezialkran das Unglücksfahrzeug aufrichten. Etwa 170 Schweine überlebten den Unfall. Sie wurden in einen anderen Viehtransporter umgeladen. Fast 120 Tiere kamen aber ums Leben. Wer für seinen Lebensunterhalt nicht mehr aus eigener Kraft sorgen kann, hat das Recht auf Grundsicherung. In Brandenburg sind das knapp 24.000 Menschen. Das belegen die Zahlen vom Statistischen Landesamt für 2014, die heute vorgelegt wurden. Im Vergleich zum Jahr davor ein Anstieg um knapp 4%. Die Kosten für Grundsicherung betrugen demnach insgesamt 110 Millionen Euro. Verliert Bad Freienwalde seinen Status als Heilbad? Darüber sollen die Bürger abstimmen in einem Bürgerentscheid am 6. Dezember. Das haben die Stadtverordneten beschlossen. Bedroht wird der Status von einer Betonbrücke in der Ortsmitte, über die die Bundesstraße 158 führt. Der Landesfachbeirat, der den Titel vergibt, verlangt, dass sie abgerissen wird. Viele Bürger lehnen das ab, solange es keine neue Ortsumfassung gibt. Unser Dorf hat Zukunft. Alle 3 Jahre können sich kleine Orte an diesem bundesweiten Wettbewerb beteiligen. Heute wurde der Landessieger gekürt. Es ist Sauen im Landkreis Oder-Spree. Mit nur 89 Einwohnern war Sauen das kleinste Dorf im Wettbewerb. Trotzdem hat es die Jury am meisten überzeugt und den mit 10.000 Euro dotierten ersten Preis gewonnen. Dass wir gut sind, wussten wir. Aber dass wir so gut sind, wussten wir nicht. Hätten wir nicht erwartet, dass wir gegen die Großen eine Chance haben. Das soll auch eine Ermutigung sein, denke ich mal, für kleine Gemeinden, sich zu präsentieren. Von der Jury gelobt wurde der naturnahe Tourismus, aber auch die Umweltbildung für Schulklassen im Sauener Wald. Beurteilt wurden aber auch ehrenamtliches Engagement, soziale und kulturelle Aktivitäten. Auf dem 2. Platz landete die Gemeinde Straupitz im Landkreis Dahme-Spreewald. Beide Dörfer vertreten nun Brandenburg im Bundesfinale 2016. Die Herbstferien haben begonnen. Wir gehen ins Wochenende. Und falls Sie noch eine Idee für einen Ausflug brauchen, Jana Gebauer hätte da einen Tipp. Besuchen Sie doch mal Guben und Gubin. 2 Städte, 2 Länder, verbunden über eine kleine Brücke über die Neiße. Ein Ausflug, ja, das sehen wir gleich, der sich auch bei Schmuddelwetter lohnt.
Ja, es regnet leider heute hier in Guben, aber davon lasse ich mich nicht abbringen. Ich habe mich schön warm angezogen, eine Mütze auf den Kopf und Verstärkung, und zwar den Gubener Stadtwächter. Schönen guten Tag. Hallo, ich grüße Sie. Wie haben Sie sich präpariert fürs Wetter? Ich habe natürlich den wetterfesten Wollfilzhut auf. Der ist hier in Guben erfunden worden und der schützt gut vom Regen und der hält im Regen auch aus. Na, das werden wir später nochmal nachprüfen. Na klar. Sagen Sie, warum beginnen wir denn den Rundgang hier auf der polnischen Seite in Gubin? Ja, die Stadt ist geteilt. Bis 1945 war es eine Stadt. Und am 20. Juni ist sie leider geteilt worden. Da gibt es seitdem den polnischen Teil und den deutschen Teil. Die leise Trend. Genau. Warum ist die Kirche eine Ruine? Im Februar 1945 ist sie ausgebrannt. Also da haben hier schon die Kämpfe stattgefunden. Und die SS hatte hier wichtige Unterlagen deponiert. Die sollten den Russen nicht in die Hände fallen. Und da haben sie sie abgebrannt. Die Stadt- und Hauptkirche ist eine der größten Kirchen in der Niederlausitz und wird nach und nach wieder aufgebaut. Im Inneren gibt's Führungen nach Anmeldung. Rüber geht's jetzt über die Neiße nach Guben ins Stadtmuseum. Hier dreht sich alles um die Gubener Hüte, die hier bis 2006 hergestellt wurden. In den 20er Jahren sind jährlich hier 10 Millionen Hüte produziert worden. Das ist also ziemlich beträchtlich. Ja. Wurden hier auch Hutformen erfunden? Na, Hutformen gab es, je nachdem wie die Mode war. Ja. Aber hier haben wir noch eine Gubener Erfindung, nämlich den Wigu-Hut. Das ist jetzt kein Wollfilzhut mehr, sondern einer aus chemischen Fasern. Einer der berühmtesten Träger haben wir hier auch im Bild, der uns hier freundlich grüßt und der sicherlich auch den anderen bekannt ist. Und wer mehr wissen will, für 3 Euro Eintritt gibt's hier alle Infos rund um Hüte. Und jetzt erstmal stärken. Ich mache mich auf ins Café Merino, denn hier gibt's ganz spezielle Eierkuchen. Das Besondere an den Gubener Plinzen ist im Prinzip, dass wir den Teig etwas dicker machen und dass früher hätte Oma Buttermilch reingemacht, wie heute Schmand dafür nehmen. Na dann mal los. Ja. Zu den Eiern kommt Zucker, Zitronenabrieb und Milch, dann Mehl und Schmand. Und Apfelmus. Lecker. Und jetzt zeige ich Ihnen noch was, das müssen Sie unbedingt sehen hier in Guben. Es ist allerdings nicht jedermanns Sache, und zwar das Plastinarium von Gunther von Hagens. Seit 2006 entstehen hier die Exponate für seine Körperweltenausstellungen. Und nur hier kann man auch beim Plastinieren zuschauen. Wir entfernen hier Haut, Unterhaut, Fettgewebe und Bindegewebe, um die anatomischen Strukturen wie Nerven, Muskeln und Gefäße darzustellen. Und wenn ich das jetzt so sehe, ist es für mich erstmal der Arm, der anatomisch wieder korrekt hergestellt werden muss. Da sehe ich jetzt kein Gesicht hinter, was da steckt oder so. Zugegeben, man muss sich drauf einlassen. Von Freitag bis Sonntag hat das Plastinarium geöffnet. Erwachsene zahlen 12 Euro. Das ist tatsächlich nicht was für jedermann. Aber schauen wir trotzdem mal auf die Karte. Gibt ja viele andere Töne, Dinge zu entdecken in Guben. Wir sind also im Landkreis Spree-Neiße in der Grenzregion. Mit dem Auto erreichen Sie Guben und Gubin ganz einfach über die B112 und über die B97. Oder Sie nehmen Sie Regionalbahn, zum Beispiel ab Frankfurt oder Cottbus. Ja, falls Sie aber doch woanders hin wollen, dann machen Sie es doch einfach wie unser Landschleicher. Lassen Sie den Zufall entscheiden. Sie könnten ja zum Beispiel mit dem Finger einfach irgendwo auf eine Brandenburg-Karte tippen. Zu entdecken gibt es ja eigentlich überall etwas. Bei uns entscheidet das Los und das schickt unser Landschleicher. Wir mischen noch mal gut durch an diesem Wochenende nach Beens bei Lüchen in der Uckermark. Und die Geschichte aus Beens bei Lüchen in der Uckermark, die sehen Sie dann am Sonntagabend. Und das natürlich nur hier bei uns in Brandenburg, aktuell ab 19.30 Uhr. Ja, damit sind wir beim Wetter. Attila Weidemann trifft heute einen guten alten Bekannten. Jetzt wird gefachsimpelt übers Wetter und über die Entenmast. Dauerregen im ganzen Land. Jetzt gerade hat es mal aufgehört. Und die einzigen, die es genossen haben, in der Feuchtigkeit unterwegs zu sein, sind offensichtlich die Enten von Willi Lehmann aus Güterfelde. Willi, die Enten, sind die schon schlachtreif oder müssen die noch ordentlich was auf die Rippen kriegen? Die müssen noch. Die kriegen auch noch Kraftfutter, 4 Kartoffeln, Morim. Und dann am Anfang, also Mitte Dezember, werden sie denn geschlachtet, dann sind sie fett. Das Futter, wird das auch selber vom Bauern auch rangeholt oder muss man das dann kaufen? Wie machen Sie das eigentlich? Ich habe einen Garten und da bauen wir das an. Und da futtern wir die Hühner mit und die Enten. Ja.
Und jetzt das Regenwetter, macht das denen eigentlich die was macht aus? Ja nicht aus? Die waren noch nicht einmal drinnen. Die stehen nur draußen, der das Federvieh das braucht. Die Wildenten sind ja auch draußen. Und der Bauer? Was ist mit dem Bauern? Der sitzt in der Stube. bei richtigen Rehen bleiben wir nicht draußen, ja. Sonst sind wir eh auch schon draußen. Man kann eben nicht einen ganzen Tag in der Stube sitzen. Das geht nicht. Gibt es eine Bauernregel, was wir für den Winter kriegen? Ja, das kann ich dir genau sagen. Der August, lange heiß, der August sehr heiß, der Winter lange weiß. Da gibt Schnee unendlich. Oh, na ja, das ist doch mal eine Aussage, aber heute Nacht erstmal noch nicht hier die Aussicht. Ja. Die Nacht bringt Nieselregen bei Werten zwischen 6 und 8 Grad. Aber der Sonnabend scheint zumindest im Süden trocken zu sein. In Cottbus erwarten wir 10 Grad. Im Norden bleibt es bei regnerischem Schmuddelwetter 10 Grad in Prenzlau, 8 Grad in Potsdam. Jetzt sind wir in der Hexenküche von Willi Lehmann. Hier wird für die Enten das gute Futter gemacht. Das ist genau was du jetzt da klein hackst? Grünkohl. Grünkohl aus dem Garten, frischer Grünkohl, heute Morgen geerntet. Und den kriegen die allerdings ohne Pinkel, die Enten. Und das ist jetzt schon die richtige Größe für die Ente? Nee, das ist zu groß. Die Stiele sind zu groß. Deswegen muss sie normal gekuttert werden. Das kriegen sie nicht runter. Gekuttert? Da drüben ist der Kutter. Dann machen wir das hier rein und dann wird das klein gehäckselt. Denn wir haben nur ein Ziel. Die Enten sollen fett werden. Bei dem Wetter, was wir erdulden müssen, ist es auch richtig so hier, die 3-Tage-Aussicht. Sonntag und Montag weiterhin viel nass von oben bei maximal 12 Grad. Dienstag endlich trocken, aber bewölkt bei 11 Grad. Komm! Mensch, die hören aber gut, deine Enten. Ja, die haben uns Sonderschule gekriegt. Die hören sofort. Hören besser wie die Frau. Das ist die Hauptsache. Ja. Oh, Ingo, da hat sie an um Kopf und Kragen geredet, fürchte ich. Ja. Vielen Dank, Attila. Jetzt haben wir noch einen Glückspilz im Programm. Diesen hier. Heike Heinig schickt uns dieses Foto heute. Zum Glück hat sie das Prachtexemplar nicht gegessen. Fliegenpilze sind bekanntlich giftig, also bloß die Finger davon lassen. Ja, das war der Freitag bei uns in Brandenburg aktuell. 20.15 Uhr empfehlen wir sehr gerne heute unsere RBB-Krimi-Show. 4 Unschuldige und ein Todesfall mit Jürgen von der Lippe. Und davor selbstverständlich noch die Tagesschau. Ja, und dort dann auch mehr zu einem wirklich ungeheuren Verdacht. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, die soll mutmaßlich mit Bestechungsgeld erkauft worden sein. Dazu also gleich mehr bei den Kollegen von der Tagesschau. Für uns beide geht es jetzt ins Wochenende. Morgen übernehmen dann hier Gerald Mayer und Peter Wachsmann. Wir wünschen Ihnen einen entspannten Abend. Kommen Sie gut ins Wochenende. Tschüss. Ein schönes Wiedersehen. Der Bundesrat hat Sachsens Regierungschef zu seinem neuen Präsidenten gewählt. Rede zu Asyl. Tillich kündigt weitere Verschärfung des Asylrechts an. Gebührenerhöhung. Verwunderung und Frust bei Kunden der Erzgebirgssparkasse. Abstandsregeln. Beim Thema Windkraft hängen Sachsens Kommunen in der Luft. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Andreas Rock. Guten Abend, liebe Zuschauer. Deutschland hat einen neuen Bundesratspräsidenten und der heißt Stanislaw Tillich. Damit ist er protokollarisch gesehen der zweite Mann im Staate nach dem Bundespräsidenten. Schon in der kommenden Woche wird Tillich Gauck dann vertreten. Nun hört sich das alles etwas außergewöhnlich an, aber dahinter steckt ein regulärer Vorgang. In festgelegter Reihenfolge übernimmt jeweils ein Ministerpräsident für ein Jahr den Vorsitz der Länderkammer, also des Bundesrates. Und nun ist eben Sachsens Ministerpräsident an der Reihe. Er kam durch den Regen und die Hintertür, während die anderen Länderchefs am Haupteingang erklärten, was der Tag im Bundesrat wohl bringen würde. Für Stanislaw Tillich, Ministerpräsident des Freistaats Sachsen, zunächst einen neuen Zusatzjob und für alle im Bundesrat einen ungewollten Lacher. Ich wünsche meinem designierten Nachfolger, dem Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern,
Sie sehen, das ist eine Live-Veranstaltung, also noch einmal. Der Freistaat Sachsen also übernimmt von Hessen für ein Jahr die Präsidentschaft im Bundesrat. Die Frau des sächsischen Ministerpräsidenten ist dadurch auch Gattin des stellvertretenden Staatsoberhauptes, des Bundesratspräsidenten Tillich eben. Ein reiner Repräsentierjob? Das ist erstmal für mich eine große Ehre, im 25. Jahr der Deutschen Einheit als Bundesratspräsident gewählt worden zu sein. Und ich möchte natürlich gerade auch mein Jahr der Präsidentschaft unter das Thema Brückenbauen stellen. Brückenbauen zwischen Ost und West. Und da meine ich jetzt nicht nur Deutschland, sondern ich meine auch West- und Osteuropa. Tillichs Wahl war nur das Vorspiel zur großen Asylabstimmung in der Länderkammer. Nur Thüringen, Niedersachsen und Bremen enthielten sich bei der Abstimmung über die deutliche Verschärfung des deutschen Asylrechts, das schon ab November gilt. Deswegen ist es zwingend notwendig. Es musste schnell gehandelt werden. Nur Worte haben und reichen nicht, sondern wir werden auch noch darüber hinaus auch noch Festlegungen treffen müssen. Der heutige Tag ist nur ein Anfang. Schon im Dezember, Januar wird das Thema spätestens wieder hier auf der Tagesordnung sein. Mit weiteren Verschärfungen kündigt Tillich an. Wir werden auch noch bestimmte, ich sage jetzt mal, Fragen beantworten müssen, wie zum Beispiel Familiennachzug. Das heißt also, dass der Familiennachzug nicht in dem gleichen Maße stattfinden kann, wie sich das vielleicht der ein oder andere auch der Flüchtlinge wünscht. Sicher ist, die Flüchtlingskrise wird auch im Jahr der sächsischen Präsidentschaft, auch hier im Bundesrat, das bestimmende Thema sein. Die Hilfsbereitschaft der Leipziger sei überwältigend, sagen die Johanniter. In der Leipziger Sachspendenzentrale stapelt sich Kiste auf Kiste. Ob Jackenschuhe oder auch Spielsachen. Mit den Spenden der vergangenen beiden Monate hätte man 26 Schiffscontainer füllen können. Und deshalb bedanken sich die Johanniter jetzt in der ganzen Stadt. Ab heute hängen dort riesige Dankeschön-Plakate. Aber auch weiterhin würden Spenden dringend benötigt, wegen des bevorstehenden Winters vor allem warme Kleidung. Sie machen nur einen Bruchteil der Flüchtlinge aus, doch es gibt sie. Kinder und Jugendliche, die ganz allein nach Deutschland gekommen sind. Bislang waren die Jugendämter jener Städte für sie zuständig, in denen sie aufgegriffen wurden. So blieb ein Drittel der Flüchtlingskinder in Bayern, ein Unding. Deshalb sollen sie nun gleichmäßig auf die Bundesländer aufgeteilt werden. Eine der Betreuungseinrichtungen war im vogtländischen Treuen geplant. 20 Jugendliche hätten hier betreut werden können. Minderjährige Flüchtlinge im Alter von 14 bis 18 Jahren. So die Pläne der Diakonie im Treuener Ortsteil Aich. Ähnlich wie bereits in Rodewisch sollte das Projekt laufen. Dort wird seit August versucht, 15 muslimisch geprägte Jugendliche in Deutschland zu integrieren. Und das sei relativ einfach, sagt der Geschäftsführer. Sie sind zum Teil auch von ihrem Glauben enttäuscht, dass ihr Glaube sowas ausrichten kann, dass so viel passieren kann. Also da sind sie noch auf der Suche, was ist da passiert, was ist mit unserem islamischen Glauben passiert. Und sie sind offen für das, was wir hier in Deutschland zeigen und bieten können. Verschlossen hingegen viele Einwohner von Aich. Auf einer Ortschaftsratssitzung wurde der Diakonie-Geschäftsführer massiv persönlich bedroht. Einer hitzigen Debatte folgten Anfeindungen gegenüber Stadträten, die sich für die Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen einsetzen wollten. Stadtrat Sebastian Andermann enthielt in einem Votum seine Stimme, ließ sich einschüchtern von den Protesten. So kann man das bezeichnen, dass es da also wirklich Einschüchterungen gab. Nicht bloß hier, auch im Stadtrat, definitiv, wo ich also auch mit drin saß, gab es also auch Einschränkungen in der Hinsicht, dass man also sagt, ich merke mir dein Gesicht oder du bist der Nächste, dem wir einen Besuch abstatten. Und das kann es ja wohl am Ende nicht sein. Das Votum fällt so aus, wie es die Bürgermeisterin von Treuen forciert hat, gegen das Projekt für jugendliche Flüchtlinge. Aich als dörflich geprägter Ortsteil sei ein schlechter Standort für Integration. Hier könnten die 14- bis 18-Jährigen kein Geschäft oder Kino besuchen. Oder einfach nur mal auf einem Marktplatz sitzen und das Geschehen beobachten, wie sich die Menschen hier in einem fremden Land benehmen, wie sie sich gebärden, was sie tun. So wie in anderen Orten werden in Aich keine jungen Flüchtlinge leben. Die Diakonie zieht ihr Projekt zurück. Uns ist einfach das Risiko jetzt zu hoch, dort eine Einrichtung zu betreiben, die das Dorf nicht haben will. Wo vielleicht am Ende Demonstrationen von Rechten stattfindet und wir dann die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen nicht gewährleisten können. Jetzt sucht die Diakonie einen anderen Ort im Vogtland, wo die Menschen minderjährigen Flüchtlingen aufgeschlossener sind. Die Regierung sei nicht dazu da, Ängste zu bestärken, sondern zu handeln, hat Innenminister Thomas de Maizière gestern gesagt.
Zugleich aber eingeräumt, die Sorgen der Menschen seien auch seine Sorgen. Und die sind ihm heute in seinem Wahlkreis persönlich vorgetragen worden, bei einem Bürgerdialog in Meißen. Ein Mann, von dem Antworten erwartet werden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière am späten Nachmittag beim Bürgerdialog im Meißener Rathaus. Es geht um gut Leben in Deutschland, was uns wichtig ist. Diebstähle treiben offensichtlich viele Menschen um, denn dazu gab es die meisten Wortmeldungen. Die Kriminalität wird ja nicht gerade weniger. Die Baumaschinen kriegen Beine, die Landmaschinen kriegen Beine in der Nacht. Dann hat man den Eindruck, dass das Asylheim kein Heim ist für Flüchtlinge, die wirklich Hilfe brauchen, dass das ein kriminelles Nest ist. Bundesinnenminister de Maizière argumentierte ruhig und mit Zahlen. Demnach sei die Kriminalitätsbelastung in Sachsen nur etwa halb so hoch wie im bundesdeutschen Durchschnitt. Zugleich räumte er ein, dass es kein gesamtdeutsches Lagebild über angebliche Kriminalität im Umfeld von Flüchtlingsheimen gibt. Da gibt es ganz viele Gerüchte über Diebstahl, über Vergewaltigung, über Drogenhandel und vieles andere mehr. Wir müssen das verobjektivieren, damit aus Vermutungen und Gerüchten Fakten werden. Ich hoffe, dass sich ein solches Lagebild, was dann bundesweit ist und was wir dann fortschreiben, dass ich das in 2 bis 3 Wochen vorstellen kann. In der Diskussion dann der Vorschlag, Flüchtlinge sollten leerstehende Wohnungen selbst ausbauen. Ich habe in Chemnitz so viel Leerstand an Wohnungen. Wenn es gelingt, aus den Emigranten selbstständige Leute herauszufiltern, die diese Wohnung instand setzen und die dann auch beziehen, dann wäre das für die Bevölkerung sicherlich auch ein gutes Zeichen. Das Prinzip ist richtig. Selbst machen lassen, selbst mitmachen lassen. Aber es muss natürlich so sein, dass es auch irgendwie ein bisschen hält. 2 Stunden Bürgerdialog in Meißen. Er verlief zumeist sachlich, gepaart mit Kritik und einer Menge an Veränderungsvorschlägen zum Thema Asyl. Es ist kein Geheimnis, wenn es um neue Technologien geht, dann ist der amerikanische Markt ein ganz wichtiger. Und so schielt auch ein junges Chemnitzer Unternehmen über den großen Teich, würde dort in Amerika gern mit seiner Tinte Spuren hinterlassen. Es ist eine spezielle Tinte. Wenn man sie berührt, beginnt sie zu leuchten. So schön könnte die Verpackung der Zukunft leuchten. Das Startup-Unternehmen Saralon tüftelt auf dem Technologiecampus in Chemnitz an ganz spezieller Tinte. Das 6-köpfige Team um den Inder Moazam Ali und Steve Paschke hat sich als Ziel gesetzt, Elektronik zu drucken. Letztlich sind wir unabhängig von Lieferanten, was jetzt einzelne Komponenten angeht, und stellen unseren Partnern im Verpackungsherstellungsbereich die Tinten letztlich bereit. Der Verpacker druckt auf seinen existierenden Druckmaschinen die funktionale Verpackung direkt. Die Batterien werden in etwa 6 Schichten mit einem herkömmlichen Siebdrucker gedruckt. Anschließend werden sie laminiert und fertig ist der gedruckte Stromspeicher. Mit dieser Innovation hat sich das Startup für ein Programm von German Accelerator beworben. Die Initiative unterstützt für 3 Monate deutsche Technologie-Startups mit Mentoren in den USA. Ziel ist es, den US-amerikanischen Markt zu erobern. Saralon und 31 andere Bewerber haben es in die engere Auswahl und somit zur Gewinnerverkündung nach Dresden geschafft. Eine schwierige Wahl für die 13 Juroren. Das ist immer ein sehr, sehr knappes Ergebnis. Im Ergebnis zählt dann immer Nuancen, teilweise die Teamerfahrung, teilweise die Entwicklung des Unternehmens. Aus Sachsen ist noch ein anderes Unternehmen in der Endrunde. Ecelleron kommt aus Dresden und hat ein Ladegerät entwickelt, das unabhängig vom Stromnetz mit Feuerzeuggas betrieben wird. Bei der Veranstaltung wurden nur die Gewinner genannt. Ecelleron hat es geschafft. Die Verlierer wurden nicht genannt, so auch Saralon. Trotzdem wollen die Chemnitzer den Mut nicht verlieren. Alles super. Alles super. Ehrlich gesagt, der Fokus bei diesem Programm ist eher IT-lastig. Aber gut, ich meine, next try, maybe. Die Bewerbungsrunde für das nächste Programm endet im Februar 2016. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Nicht nur die Sparer müssen mitunter rechnen, sondern auch die Sparkassen. Aus diesem Grund machte die Erzgebirgssparkasse vor 2 Jahren zahlreiche Filialen dicht. Man wollte eben Kosten sparen. Viele Kunden waren empört. Immerhin haben 70% der Erzgebirge ihr Geld bei der Sparkasse. Und die langt jetzt noch mal zu mit neuen Gebühren. Ab 1. Januar 2016 wird Geldanlegen bei der Erzgebirgssparkasse zwar einfacher, dafür aber auch teurer. Zukünftig werden nur noch 3 Kontomodelle für Privatkunden angeboten.
Das Girokonto für Jugendliche bleibt kostenlos. Für ein Online-Konto werden bald 4 Euro im Monat fällig sein, für ein Standardkonto 8 Euro. Das ist teilweise das Doppelte der bisherigen Gebühren. In der Zwischenzeit haben sich aber logischerweise die Kosten für eine Sparkasse, auch für eine Bank, schon deutlich erhöht. Ich möchte da mal ein Beispiel bringen, das betrifft den Bargeldverkehr. Es ist zum Beispiel seit diesem Jahr so, dass wir Münzgeld, was wir von unseren Kunden hereinbekommen, insbesondere von Geschäftskunden, in jedem Fall auf Sicherheit prüfen müssen, auf Weitergabe auch prüfen müssen. Und dieser Prüfaufwand, das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das ist eine Regelung der Europäischen Zentralbank, die das seit diesem Jahr verbindlich fordert. Das heißt, wir müssen entsprechend teure Technik anschaffen, wir müssen unsere Mitarbeiter qualifizieren. Und das kostet. Deswegen, wer online überweist, muss zukünftig ebenfalls dafür zahlen. Bis zu 10 Cent pro Überweisung. Auch der Blick auf den Kontostand kann kosten. 5 Kontoauszüge pro Monat sind gratis. Ab dem 6. werden 50 Cent berechnet. Naja, man hat eigentlich schon so genug Kosten. Und dann auch noch das Konto. So viel ist eigentlich nicht in Ordnung. Naja, ist eigentlich nicht so gut. Aber der Service der Sparkasse war eigentlich bis jetzt gut. Ich bin über 20 Jahre bei der Sparkasse. Doch auch bei anderen Kreditinstituten würden die Gebühren durch zum Beispiel anhaltende Niedrigzinsen steigen. Das sagt zumindest die Verbraucherzentrale. Der Ärger einiger Kunden sei jedoch verständlich. Im juristischen Sinne wird man hier noch nicht von Wucher sprechen können. Gleichwohl ist es ein sehr hohes Entgelt, was die Sparkasse hier verlangt. Und der Ärger der Verbraucher ist sicherlich auch deshalb berechtigt, weil ja vor wenigen Tagen das Institut gerade erst verkündet hat, was es im vergangenen Jahr für einen Millionenüberschuss erzielt hat und wie gut es auch in diesem Jahr dasteht. Ein Vergleich der Kontoführungsgebühren wäre deshalb eine lohnende Maßnahme. Immerhin wickeln 40% der Sparkassenkunden im Erzgebirge ihre Geschäfte sowieso schon online ab. In 10 Tagen ist es soweit. Leipzig wird wieder im Fokus der Dokumentar- und Animationsfilmwelt stehen. Denn dann beginnt das 58. Doc-Film-Festival mit einigen Veränderungen. Denn das Festival hat eine neue Chefin und die hat neue Ideen. Die Weite suchen. Der Film des Oschatzer Regisseurs Falk Schuster ist einer der hoffnungsvollen Anwärter auf den Titel Bester deutscher Kurzfilm, der in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Doc Leipzig verliehen wird. Die Weite suchen, das trifft wohl auch auf die neue Festivaldirektorin Lena Passanen zu. Die Finnin hat unter anderem in Dänemark oder Ungarn gearbeitet, bevor sie im Januar nach Leipzig kam. Und doch mag sie an ihrer neuen Heimat gerade die Nähe. It's a very pleasant way of living. Es ist ein sehr angenehmes Leben hier mit viel Natur, mit Hochkultur, mit allem, was man braucht, in Reichweite. Doch nicht alles entsprach von Anfang an ihren Erwartungen. In Finnland war die 50-jährige freie WLAN-Netze gewohnt, in Leipzig suchte sie lange vergeblich danach. WLAN, Wi-Fi is not so common. WLAN ist nicht so verbreitet hier, weder in Restaurants noch in Cafés. Bevor ich zu Hause Internet hatte, musste ich lange nach einer freien Verbindung suchen, um meine Mails zu schreiben. Und das würde ich gerne verändern. Und so trieb Lena Passan voran, dass alle Spielstätten des Festivals eine kostenlose mobile Internetverbindung anbieten. Vor allem ausländische Gäste sollen problemlos online gehen können und die Veranstaltung in sozialen Netzwerken so bekannter machen. Aber schon jetzt rechnet Leipzig mit rund 1400 Hotelübernachtungen, für den Tourismus ein großer Wirtschaftsfaktor. Aber das Festival soll auch für die Leipziger selbst sein. Wir sind sehr präsent in der Stadt. Es gibt eine Menge Veranstaltungen für Leipziger, die sie häufig kostenlos besuchen können. So wird in der kommenden Woche unter anderem erstmals eine Filmerlebniswelt auf dem Markt aufgebaut. Dazu gibt es Ausstellungen und Führungen. Lena Passan hat in ihrem ersten Jahr bereits viel angepackt. Jetzt freut sie sich aber erst einmal auf das, was sich nie verändern wird. Viele gute Filme. Jede Menge Informationen zum Festival und zu den Filmen, die dort laufen, finden Sie auch bei uns im Internet. Im Millionenstreit zwischen der Schweizer Großbank UBS und den Leipziger Wasserwerken KWL hat die Stadt Leipzig einen Rückschlag erlitten. Die Berufung der Bank gegen das Urteil des Londoner High Court wurde zugelassen. Es geht um die Finanzspekulationen des ehemaligen Leipziger Wasserwerke-Chefs Klaus Heininger. Durch riskante Finanzwetten waren hunderte Millionen Euro verzockt worden. In der Konsequenz forderte die Schweizer Großbank 350 Millionen Euro
von der Stadt Leipzig. In erster Instanz war das abgewiesen worden, doch nun muss der Prozess neu aufgerollt werden. Was jetzt die Gründe sind, weswegen die Berufung zugelassen wurde, das wissen wir nicht. Und ja, im schlimmsten Falle kann das sehr, sehr teuer werden und existenziell auch für die Stadt Leipzig. Also in der Hinsicht ist das eine sehr, sehr schlechte Nachricht, die wir heute verbreiten müssen. Aber wie gesagt, es ist kein Urteil heute gesprochen worden. Es wurde lediglich festgestellt, dass eine Berufung zugelassen wird. Und wir schauen auf weitere Nachrichten dieses Tages. Bewährung für Schleuser. Das Amtsgericht Pirna hat zwei junge Polen zu 2 bzw. 1 Jahr und 8 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Sie hatten Mitte August fast 60 Menschen von Ungarn nach Deutschland geschleust. Als eine Streife die Kleinlaster bei Breitenau kontrollieren wollte, setzten die Angeklagten die Flüchtlinge auf der Autobahn aus und fuhren los. Eine Frau fiel von der Ladefläche und verletzte sich. Nachwuchs für die Polizei. In Chemnitz sind 334 junge Frauen und Männer für den Polizeidienst in Sachsen vereidigt worden. Sie werden nach Abschluss ihrer 2,5-jährigen Ausbildung in den mittleren Dienst übernommen. Nach Angaben des Innenministeriums ist es die größte Zahl an Polizeianwärtern seit 2009. Hier zeige sich auch der Erfolg der Nachwuchskampagne Verdächtig gute Jobs. Fernwärme wird billiger. Die Stadtwerke Leipzig senken auf Druck des Kartellamtes ihre Preise. Verbraucher sparen dadurch mehr als 8 Millionen Euro im Jahr. Da die Preissenkung für 5 Jahre gilt, liegt das Gesamtvolumen bei über 40 Millionen Euro. Das Kartellamt hatte wegen des Verdachts überhöhter Fernwärmepreise Verfahren gegen insgesamt 7 Versorgungsunternehmen eingeleitet. VNG bekommt 9 Mehrheitseigner. Die in Leipzig ansässige Verbundnetz Gas AG gehört künftig mehrheitlich dem baden-württembergischen Energiekonzern NBW. Der bisherige Hauptaktionär, der in Oldenburg ansässige Versorger EWE, verkauft seine Anteile in Höhe von 74,2% vollständig. Der neue Eigentümer NBW will am Konzernsitz Leipzig mit über 1000 Mitarbeitern festhalten. Wertsachen im Auto locken Diebe an, das wissen wir. Doch nun warnt die Chemnitzer Polizei sogar davor, Zigaretten, Brillen oder Kabel im Auto liegen zu lassen. Selbst Decken könnten Anreize bieten, um Scheiben einzuschlagen und zuzugreifen. Die Zahl der Autoaufbrüche in Chemnitz ist deutlich angestiegen. Eine eingeschlagene Scheibe, entwendete Gegenstände. Immer häufiger wird in Chemnitz in Autos eingebrochen. Erst vergangene Nacht wieder. Im Ortsteil Kappel beobachtet ein Mann einen Verdächtigen an einem PKW. Dank der Beschreibung kann die Polizei den 22-jährigen Mann festnehmen. Er wird beschuldigt, in 7 Autos eingebrochen zu haben. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen. Wir prüfen im Rahmen der Ermittlungen, ob es mögliche Zusammenhänge zu anderen Straftaten gibt. Die Zahl der Autoeinbrüche steigt in Chemnitz deutlich an. Allein in der vergangenen Woche wurden insgesamt 10 Autos geknackt. Gerade in den letzten Monaten, im September und Oktober, gab es da eine Häufung. Wir haben derzeit ca. 140 Fälle aufgenommen. Hierbei ist ein Sachschaden von etwa 25.000 und ein Stehlschaden von über 60.000 Euro entstanden. Deshalb warnt die Polizei Autofahrer eindringlich, keine Gegenstände im Auto liegen zu lassen. Um Bürger zu schützen, gehen die Beamten auf sogenannte Präventivstreife. Testweise suchen die Polizisten nach Beute und werden oft schnell fündig. Sie kennen die Vorlieben der Diebe. Also suche ich mir doch lieber ein Fahrzeug, was ein bisschen dunkel steht und wo ich Zeit habe. Und noch günstigenfalls, wo noch Verkehrslärm stattfindet, dass das Einschlagen der Scheibe praktisch nicht wahrgenommen wird. Oft locken schon die kleinsten Dinge die Autoknacker an. Ein Aktenordner, eine Navi-Halterung oder einfach nur eine Jacke. Die meisten Autofahrer scheinen das zu unterschätzen. Als die FDP in Sachsen mitregierte, blies den Betreibern von Windkraftanlagen ordentlich Gegenwind ins Gesicht. Denn die Liberalen setzten in Sachsen die sogenannte 10H-Regelung durch. Die Höhe eines Windrades mal 10 ergibt den Mindestabstand, den so eine Anlage zu Wohnhäusern haben muss. Eine Formel, über die viele Windkraftgegner sich freuten. Doch diese Formel steht in keinem Gesetz. Und seit dem Regierungswechsel weht ein anderer Wind.
Diese drei Herren von der Bürgerinitiative gegen Windrödernsche Heide bringen heute Vormittag den geballten Bürgerprotest ins Regionalplanungsamt der Kreise Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. 1500 Postkarten mit Einsprüchen werden der Amtsleiterin übergeben. So sollen Planungen gestoppt werden, die unweit der Dörfer mitten im Wald einen Windpark vorsehen. Man kann diese Dinger in die Braunkohletagebaue setzen, in Gebiete, die nicht so dicht besiedelt sind wie unser Gebiet, nicht in Waldgebiete, weil wenn wir den Wald zerstören, dann wird das Ziel des Klimaschutzes eigentlich ad absurdum geführt. Die Bürger kämpfen nicht nur für den Wald, sondern auch für ihre Lebensqualität. Sie fordern möglichst große Abstände zwischen Wohnhäusern und Windrädern, befürworten die sogenannte 10H-Abstandsregelung. Dabei muss ein Windrad mit dem zehnfachen Abstand der Nabenhöhe von Wohnhäusern wegrücken. Die Regelung wurde von der Vorgängerregierung aus FDP und CDU favorisiert. Nun aber hat die Politik sie wieder gestoppt, weil die Abstandsregel den Windkraftausbau stark bremsen würde. Der Kreistag Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat sich für eine 10H-Abstandsregelung ausgesprochen, sowie bereits 4 weitere Landkreise. Die Bürgerschaft hat oftmals das Gefühl, dass ihre eigenen Interessen zu wenig vertreten werden. Sie möchten die Windkraftanlagen nicht so dicht an der Wohnbebauung stehen haben. Und insofern halte ich diesen Beschluss auch für richtig. Dass jetzt überhaupt keine Regel gilt, führt dazu, dass der Landrat derzeit die Bürgerwut aushalten muss. Seine Regionalplaner hätten gern einen starren, aber bürgerfreundlichen Mindestabstand. Eine entscheidende Frage der Regionalplanung der Zukunft wird es sein, wie schaffen wir Voraussetzungen dafür, dass wir Energiegewinnung im Lande ermöglichen können. Eine starre Regelung, die es entweder alles öffnet oder nichts mehr ermöglicht, kann nicht auch nicht im Interesse der Regionalplaner sein. 2017 sollen sachsenweit die neuen Windvorrangstandorte fertig sein. Bis dahin will die Bürgerinitiative alle Mittel nutzen, um den Standort Rödernsche Heide zu verhindern. Die Zukunft der ältesten deutschen Schulsternwarte steht in den Sternen. Seit 140 Jahren kann man vom Bautzener Observatorium in den Himmel sehen. Und noch immer tun das viele. Ganze Schulklassen pilgern in die Sternwarte, obwohl es Astronomie gar nicht mehr als Unterrichtsfach gibt. Nein, an Besuchern mangelt es nicht. Das Problem ist ein anderes. Einmal den Sternen ganz nahe sein und unsere Planeten bestaunen, das geht am besten in Sternwarten. In Bautzen gibt es noch eine davon, betrieben wird sie von einem kleinen Förderverein. Georgia Brauer ist eine der wenigen Mitglieder, die die Sternwarte ehrenamtlich betreuen. Und das Interesse der Besucher an Deutschlands ältester Schulsternwarte lässt nicht nach. Weil wir neugierig sind. Ja. Worauf? Naja, auf den Vortag, auf die Sterne, die sie uns dann künstlich zeigen werden. Ich will mal sehen, wie richtig groß die Sterne ungefähr sind. Und halt und die Sternbilder auch erklärt kriegt. Früher unterrichtete Georgia Brauer Mathe und Physik. Heute führt die Rentnerin Gäste durchs Planetarium und zeigt Schulklassen und Erwachsenen den Sternenhimmel. Alles in ihrer Freizeit. Im vergangenen Jahr kamen über 3000 Besucher. Doch für den kleinen Verein ist die Arbeit kaum noch zu schaffen. Es gab früher festangestellte Mitarbeiter von der Sternwarte und es gab einen Lehrer, der 2 Tage in der Woche auf der Sternwarte war. Und mit dem Wegfall des Fachs Astronomie ist das auch weggefallen. Immer häufiger muss der Verein Anfragen ablehnen. Es fehlt an Personal, die meisten Mitglieder sind Rentner. Mit ihren Sorgen haben sie sich nun an die Stadt Bautzen gewandt. Sie fordern einen festen Mitarbeiter, der 2 Tage pro Woche Führungen in der Sternwarte übernimmt. Doch konkrete Zusagen will der Finanzbürgermeister nicht geben. Das Konzept liegt seit wenigen Tagen vor. Wir werden das im Stadtrat besprechen. Das wird zunächst inhaltlich im Sozialausschuss sein, im November. Und ich kann mir vorstellen, dass der Stadtrat noch im Dezember einen Beschluss zur weiteren Förderung der Sternwarte treffen kann. Unsere größte Angst wäre im Prinzip tatsächlich, wenn jemand von uns ausfällt und der andere auch vielleicht das nicht mehr leisten kann, dann müsste man die Sternwarte zumachen. Dabei hätten Georgia Brauer und ihre Kollegen genug Ideen für neue Projekte der Sternwarte. Und Sternefans natürlich auch. Beim heutigen Jubiläum hätte man eigentlich mit Milch anstoßen müssen, denn begonnen hat die Geschichte, die wir Ihnen jetzt erzählen, mit 6 Kühen in der Großstadt. Die Dresdner mit frischer Milch zu versorgen, das war die Idee eines gewissen Paul Gustav Leander Pfund.
So gründete der Mann eine Milchkuranstalt, aus der später ein Milchimperium erwuchs. Zudem gehörte auch eine Molkerei, ein Molkereifachgeschäft, das heute als schönster Milchladen der Welt gilt. Der Milch wurde hier ein Denkmal gesetzt. Funz Molkerei in Dresden ist ein lebendiges Museum. Vor allem Touristen lieben den Käsegeruch und die einmaligen Wandfliesen des Ladens in der Bautzner Straße in Dresden. Die Fliesen wurden 1892 von der Firma Willeroy & Boch hier in Dresden gefertigt. Es war damals schon ein großer Aufwand, auch wenn man das mit heutigen Kosten, wenn man den heute herstellen würde, wäre der nicht mehr bezahlbar. Auch die damaligen Kosten waren immens. Der Auftraggeber für den wohl schönsten Milchladen der Welt war Unternehmer Paul Pfund. Ab 1880 kommt er auf die einfache Idee, den Großstädtern in Dresden Milch gekühlt in großen Mengen zu verkaufen. Die Leute bekamen relativ frische Milch, wurde nicht antransportiert mit Hundewagen oder Pferdewagen und war nicht angesäuert, sondern es war frisch. Die Leute konnten zugucken und sie konnten sehen, dass es hygienisch bearbeitet wurde. Die sächsische Milchmarke wächst von Jahr zu Jahr. Funz Kondensmilch wird in der ganzen Welt verkauft. Beachtliche 7,2 Millionen Dosen jährlich. Damit wird Funz Molkerei zu einem Weltimperium, von dessen Glanz der Milchladen noch heute zeugt. Hier unten wollte man in Milch und Bildern schwelgen, weil auf den Bildern sind ja überall die Geschichte von Pfund dargestellt, die Milchverarbeitung. Und die ganzen Bilder haben immer einen Bezug zu Pfund und zu Milch. Eine eigene Molkereiproduktion mit dem Namen Pfund gibt es nicht mehr. Den früheren Hauptsitz der Marke kann aber noch heute jeder bewundern. Bislang ist Dynamo Dresden in dieser Saison ungeschlagen. Irgendwann wird eine Niederlage kommen, mahnt der Trainer. Und das vor dem morgigen Spiel gegen Energie Cottbus. Wie die Partie läuft, können Sie live mitverfolgen. Morgen ab 14 Uhr bei Sport im Osten. Und natürlich berichten wir auch im Sachsenspiegel. Das war's von uns für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.